Ja, die Neurologie ist ja ein fantastisches Fach, ein zukunftsfähiges Fach. Man muss es aber auch zukunftsfähig gestalten. Das heißt, wir haben eine Entwicklung durch die Komplexität unseres Faches, die Zunahme der Therapieoptionen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ein Fach, das immer größer und immer breiter wird. Und wir haben einen maßgeblichen Anteil an Akutversorgung mittlerweile, zum Beispiel die Schlaganfallversorgung. Das führt dazu, dass in manchen Bereichen die Notfallversorgung so überhand genommen hat, dass man sich manchmal fragt, wie vermitteln wir eigentlich noch die ursprünglichen, genuinen neurologischen Fähigkeiten? Wie sind die in der Weiterbildung eigentlich präsentiert? Denn wenn ich von Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit spreche, dann ist es ja die nächste Generation. Dann sind es die jüngeren Neurologinnen und Neurologen, die jetzt in der Weiterbildung sind, auf die wir bauen. Und da sehe ich eine riesengroße Herausforderung. Wie schaffen wir es, die so perfekt auszubilden, dass sie das, was wir sind, Neurologen, auch wirklich können? Also die Grundfertigkeiten, Skills und gleichzeitig Schritt halten mit dem Fortschritt, mit den neuen Technologien. Ist in der Tat kein Widerspruch, denn man muss sich mal überlegen, was macht Neurologinnen und Neurologen aus? Und das hat sehr viel mit Wissen und das hat sehr viel mit klinischen Fertigkeiten zu tun. Wir sind ja diejenigen, die oft kriminalistisch arbeiten, herauskriegen, was ist denn das für eine Symptomkonstellation? Wo liegt eigentlich das Problem? Welcher Teil des Nervensystems ist betroffen? Was für eine Erkrankung liegt vor? Neurodegenerativ, neuroinflammatorisch, neurovaskulär, neurogenetisch? Da gehört wahnsinnig viel traditionelles Wissen und auch die klinischen Untersuchungsfähigkeiten dazu, um erstmal eine vernünftige Ausgangshypothese zu bilden. Und dann kommen dazu Untersuchungsmethoden. Und da müssen wir uns immer fragen, was sind eigentlich die Dinge, die wirklich nur wir können? Und das ist eben nicht notwendigerweise die Kernspintomographie oder das EKG oder die Echokardiographie, sondern das ist die Elektrophysiologie, Neurophysiologie, Elektromyographie, all diese Untersuchungstechniken, die wirklich nur die Neurologen können. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass uns das nicht verloren geht vor lauter Notfallbehandlungen und der Tatsache, dass wir in Deutschland enorm breit aufgestellt sind. Wir sind sowas von wichtig für die Grundversorgung von Patienten in den Kliniken. Wir haben große Abteilungen. Das heißt aber auch, wir machen sehr viel grundsätzlich klinisch wichtige Arbeit. Prima, soll auch so sein. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, was macht jetzt eigentlich, was macht uns aus? Was ist das? Wir können Neurologie. Also ein Teil ist, wir wollen als DGN helfen. Da, wo die Möglichkeiten nicht so sehr bestehen, weil, sagen wir mal, die Klinik vielleicht etwas kleiner ist und von Notfällen sozusagen überrannt wird, da möchten wir Zusatzangebote schaffen, wie wir die jungen Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten dann trainieren können. Also sogenannte Skill Labs, wo man diese Grundfertigkeiten lernen kann. Das kann die klinische Untersuchung in speziellen Situationen sein. Das kann die Frage sein, wie gehe ich mit neurogenetischen Befunden um. Das kann aber auch einfach EMG sein, Elektromyographie, Neurographie, EEG, evozierte Potenziale. Schluckdiagnostik mit Endoskop, lauter Tätigkeiten, die eigentlich ganz wichtig bei uns im Bereich sind und für die man halt Zeit braucht und Kompetenz braucht, um sie zu vermitteln. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, dass natürlich unsere Weiterbildung im Grunde genommen heute so aussieht, wie als ich vor vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht habe. Und das, was eigentlich gelernt werden muss, hat sich vervielfacht. Und insofern müssen wir auch an die Weiterbildung ran. Wir müssen, und das ist natürlich was, was wir gemeinsam mit den jungen Neurologen machen möchten, an die Weiterbildung zum Facharzt, zur Fachärztin für Neurologie ran und diese, und das ist das große Stichwort, flexibilisieren. Und digitale Formate sind extrem wichtig. Ich meine, die Corona-Krise zeigt uns jetzt, was alles geht, also zumindest schon mal andeutungsweise. Und wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten zu evaluieren, was ankommt, was nicht ankommt. Und was sicherlich ankommt, ist die Verfügbarkeit von Inhalten, 24/7, das ganze Jahr, jeden Tag. Denn viele Menschen haben unterschiedliche Rhythmen. Manche setzen sich gerne abends um 10 nochmal hin und schauen sich was Interessantes an. Andere machen das in der Mittagspause. Wieder andere nehmen sich morgens 2 Stunden Zeit und sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf. Und
Diesen unterschiedlichen Biorhythmen wird man gerecht dadurch, dass man diese Inhalte zum Beispiel in Form von Vlogs oder letztlich Inhalten am Internet in verschiedenster Form zur Verfügung stellt. Beim Kongress haben wir extrem gute Erfahrungen damit gemacht, also eine Kombination mit Streamen und dann zur Verfügung stellen. Und da sind ja auch die Vorträge jetzt für ein Jahr lang etwa abrufbar. Und das nutze ich auch selbst. Also das finde ich fantastisch. Ich gucke da rein, sage auch, den habe ich nicht ganz gesehen oder ganz gehört. Schaue ich mir nochmal an. Also das ist definitiv etwas, was wir machen werden. Ein anderer großer Bereich ist überhaupt Digitalisierung. Das heißt, das Thema Symptome und auch alle möglichen strukturierten Inhalte zu Patienten digital verfügbar zu haben. Das heißt, wir haben eine ganz neue Dimension an großen Datenmengen, Big Data, wenn man so will. Und das ist für die Neurologie geradezu ideal, wenn man daraus Schlussfolgerungen ziehen kann unter Nutzung von modernen Techniken wie eben Machine Learning, künstliche Intelligenz. Ich glaube, da ist die Neurologie sehr geeignet und da müssen wir uns vorwärts bewegen. Ja, das sind natürlich große Ziele, wenn man gerade an die Weiterbildung denkt. Ich bilde mir nicht ein, dass ich in 2 Jahren die gesamte Weiterbildung zum neurologischen Facharzt oder Fachärztin auf den Kopf stellen kann. Aber ich hoffe, dass ich da in dem Thema Weiterbildung und Flexibilisierung einige wichtige Türen aufstoßen kann. Das hat viel mit Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften zu tun, es hat viel mit der Ärztekammer zu tun und das hat viel mit der Integration der Ideen und Wünsche der jungen Neurologen zu tun. Ich glaube, dass ich da einige Meilensteine erreichen kann. Zum Beispiel wollen wir eine Taskforce gründen, zusammen mit den jungen Neurologen, wo wir diese Inhalte dann strukturiert angehen. Und ein zweiter Punkt ist, ich denke, wir können diese Skill Labs einrichten. Das wird auch einiges an organisatorischer Herausforderung sein. Man muss natürlich die Lehrer und Lehrerinnen finden, die das dann vermitteln. Und man muss sich natürlich auch ein vernünftiges Finanzierungskonzept überlegen. Also das will auch handwerklich umgesetzt werden. Und wenn ich in diesen beiden Bereichen einiges erreicht habe, dann denke ich, dann habe ich was Positives bewirkt.